Ja, moin Leute, XBK Nuke ist mal wieder back am Start und herzlich willkommen zu meiner kleinen Serie. Was heißt Serie? Es ist ein kleines Designer-Turnier und zwar, ich habe 4 Designer und ich kann davon nur 2 nehmen. Und ich erkläre euch jetzt mal, wie es geht. Und zwar, ich werde mit allen 4 Designern ein Video machen, werde im Hintergrund ein paar Sachen von ihnen zeigen, was sie so gemacht haben. Und dann entscheidet ihr, wenn euch der Designer gefällt und dann lasst ihr einen Like da und schreibt in die Kommentare, ja, er soll dein Designer werden. Und wenn ihr sagt, nee, der gefällt mir nicht, er soll nicht dein Designer werden, dann lasst einen Daumen nach unten da und schreibt in die Kommentare dann ganz einfach, nein, er soll nicht dein Designer werden. Also ich werde im Hintergrund ein paar Sachen zeigen, was ich so gemacht habe. Also ich muss sagen, der Junge hat echt, der hat's echt drauf und ich werde auf jeden Fall seinen YouTube-Kanal ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Also werde ich ihn verlinken, ganz oben in der Videobeschreibung. Schaut auf jeden Fall vorbei bei ihm. Er macht richtig gute Videos, auch richtig gute Facebook-Banners und YouTube-Banners und Thumbnails und was weiß ich. Und dann sage ich nur noch viel Spaß, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Ich bin raus, tschö mit Ö. Ja, also ich bin der Frozen, ich bin Kommentator und Let's Player auf YouTube und jetzt fragt euch wahrscheinlich, wieso macht ihr Designs? Also zum Design kommen bin ich eigentlich relativ spät erst gekommen, weil wenn man so YouTube macht, dann kommt man ja auch auf die Idee, so schöne Thumbnails und sowas zu machen und dann hat sich das eben nach und nach bei mir so entwickelt und inzwischen sind meine Designs eigentlich doch schon sehenswert. Und ich mache meine Designs eben hauptsächlich mit Cinema 4D und Photoshop. Ihr werdet auch noch im Hintergrund so ein paar Sachen von mir sehen, die ich auch schon so gemacht habe, bis ihr euch mal so vorstellen könnt, was ich so drauf habe und alles. Ich finde es auch noch ziemlich cool, dass der XPKL Nuke sowas auch macht, so ein Turnier für Designer, weil so können eben die Designer eben auch etwas bekannter werden, die noch nicht so übertrieben bekannt sind und können ihre Designs auch mal preisgeben und alles. Und deswegen finde ich das auf jeden Fall eine sehr coole Sache von ihm und das war's dann auch schon mal von mir.